Florian Winter und Dennis Mann ermitteln jetzt in Köln-Sülz. Bei einer älteren Dame wurde eingebrochen. Guten Morgen, hallo. Sie hat uns gerufen, Sie sind Frau Häuser. Ich bin die Tochter von der Frau Häuser. Ja. Sie ist im Wohnzimmer, hier wurde eingebrochen, ja. Ja, okay. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, gerne. Da sehen wir nichts, ne? Nee. So, ich geh mal hier lang. Ein leichtes Chaos. Schönen guten Tag, Frau Häuser. Tag, Mann, mein Name. Schönen guten Tag. Was ist denn passiert? Wie geht's Ihnen? Es geht. Okay. Ganz ruhig, beruhigen Sie sich, wir sind jetzt da und erzählen Sie mal. Hier ist eingebrochen worden und mein ganzer Schmuck, mein ganzes Bargeld ist weg. Und das hatte ich hier vorne in dem Schrank. Und ich bin dann weggelaufen und habe mich im Badezimmer eingesperrt. Ja, das müssen auch so um die 1.500 Euro gewesen sein. Okay, wir machen uns mal so ein bisschen ein Bild hier von der Örtlichkeit. Gucken mal, einmal haben Sie schon irgendwas angefasst. Das ist für uns relativ wichtig, dass wir wissen, ob Sie irgendwelche Schubladen aufgemacht haben oder ob das alles so, wie es jetzt ist, durch die Täter verursacht worden ist. Ist durch die Täter. Ich habe das auch so aufgefunden. Ja. Also sieht doch nicht so normal hier aus, ne? Wo ist denn, wo war der Schmuck genau? Soll ich es Ihnen zeigen? Ja, wie gesagt, bitte nichts anfassen. Dirigieren Sie mich einmal. Ja. Also das haben sie da schon versteckt, ne? Und da war Schmuck drin und das ist auch quasi alles. Ja. Wie viel Bargeld, wovon reden wir? 1.500 und Goldschmuck. Goldschmuck. Ist da irgendwas Markantes bei an Schmuck? Ja, das ist ein breites, goldenes Armband und Halskette, mehrere Ringe, ein schmales Goldkettchen. Und die Fenster sind auch alle zu. Ne? Also wir haben auch keine Aufbruchsspuren an den Fenstern. Haben Sie denn irgendwas gesehen? Also ich guck noch mal an die anderen Türen. Wie sind die Personen? Wo genau reingekommen? Irgendwas offen gewesen danach? Das weiß ich leider nicht. Wissen Sie nicht. Hier fehlt, aus den Schränken fehlt nichts. Also hier an der Tür ist nichts? Oder es fehlt nichts weiter. Es fehlt nur das Geld und der Schmuck. Okay. Das ist so eine Balkontür. Ich guck mal die an. Also wie gesagt, die Haustür, die unten, die große Eingangstüre, die stand jetzt offen. Haben Sie die für uns aufgemacht oder war die den ganzen Tag schon auf? Nee, ich habe sie aufgemacht. Okay, und die haben Sie jetzt auch quasi für uns dann nochmal geöffnet. Ja, aber richtig. Jetzt sind ja auch keine Einbruchsspuren zu erkennen. Hatte jemand noch einen anderen Ersatzschlüssel oder gibt es jemanden, also der zwei Schlüssel hat? Wir haben nur den einen Schlüssel, hat meine Mutter und einen Schlüssel habe ich. Okay, und Sie waren zu dem Zeitpunkt nicht hier? Nee, ich bin dann erst Ihre Mutter gekommen. Hat sie gerufen. Genau, und die Tür war auch schon offen, also die Haustür hier war offen, als ich gekommen bin. Und da habe ich das so vorgefunden, wie es jetzt hier ist. Und dann hat Ihre Mutter sich im Badezimmer versteckt? Ja, hier habe ich mich eingeschlossen. Ja. Aber du kannst dich gar nicht eingeschlossen haben, Mama. Da ist gar kein Schlüssel. Ich habe mich aber hier versteckt. Sie haben sich im Bad versteckt, okay. Sie haben die Personen gehört und sind dann direkt ins Bad gegangen? Ja. Wie viele Personen haben Sie denn gehört? Ich habe zwei gesehen. Eine. Gesehen? Also Sie haben die Personen auch gesehen? Ja, eine blonde Dame mit halblangem Haar oder vielmehr einem Zopf, braune Augen, eine Brille und ein junger Mann mit einem Zopf in Dunkelhaar. Dennis Mann und Florian Winter müssen klären, wie die Täter in die Wohnung gelangt sind. Sie haken deshalb bei der sichtlich angeschlagenen Rentnerin nach. Sie schließen aus, dass Sie irgendwem die Türe geöffnet haben. Ja. Das schließen Sie aus. Ja. Hat es nicht geklingelt vorher? Hat es nicht geklopft? Vielleicht haben Sie jetzt vor lauter Schreck oder vor lauter Aufregung was verwechselt? Das kann sein, dass ich denn doch aufgemacht habe. Ich weiß es im Moment nicht mehr, bitte. Okay. Wer hat denn dann vor der Tür gestanden? Versuchen Sie sich mal zu erinnern. Das ist für uns sehr wichtig. Ja. Wer hat vor der Tür gestanden? Wem haben Sie die Türe geöffnet? Ich weiß nur, dass es zwei junge Leute waren. Eine Frau, haben Sie eben gesagt? Eine Frau und ein Mann, so um die 30 rum. Okay. Was hatten die für Kleidung an? Die Dame hatte eine helle Jacke an, blonde Haare mit dem Zopf. Und der junge Mann hatte auch einen Zopf, auch so um die 30 Jahre dunkle Haare. Beide hatten einen Zopf, die Dame helle Haare und der Mann dunkle Haare. Dunkle Haare. Okay. Soll ich mal durchgeben? Das gehen wir eine Fahndung durch. Mhm. Nach den beiden Personen. Arnold für einen 15:35.
Die Aussagen der Rentnerin deuten auf ein Trickbetrugsmuster hin, das der Polizei bereits bekannt ist. Da der Einbruch gerade erst stattgefunden hat, können die Täter noch nicht so weit gekommen sein. Die Polizisten wollen deshalb eine Nahbereichsfahndung einleiten. Die Polizeioberkommissare klären die ältere Dame über die weitere Vorgehensweise auf. Es kommen gleich noch mal ein paar Kollegen von uns vorbei. Die würden dann noch mal gucken, ob wir vielleicht noch Fingerabdrücke von den Personen feststellen. Wir werden jetzt auch mal gucken, ob wir hier im Nahbereich die Personen gegebenenfalls noch antreffen. Entwendet aus der Wohnung wurden jetzt hier neben Schmuck auch noch Bargeld in Höhe von 1.500 Euro. Schmuck muss natürlich Frau Häuser genau beziffern, was es für Schmuck war. Da wird sie dann nachher eine Aufstellung machen, bekommt sie von den Kollegen von der Kripo eine Schadensauflistung. Da trägt sie dann ein, was alles entwendet worden ist. Ja, des Weiteren müssen wir natürlich hier im Nahbereich nach den Tätern fahnden. Deswegen haben wir den Tatort jetzt hier an die Kollegen von der Kripo übergeben. Systematisch fährt das Polizeiduo die Umgebung nach den beiden Tätern ab. Lange dauert es nicht, bis den Beamten etwas Verdächtiges auffällt. Würde ich mal sagen, schauen wir mal hier im Nahbereich, ne? Ja, vielleicht haben wir Glück, ne? Ja. Lass mal hier die Straße rein. Streiten die sich so, ne? Was ist das denn? Das könnte von der Beschreibung aber passen, ne? Blond mit Zopf, ja. Lange Haare mit Zopf. Hey. Hallo! Hey. Stopp! Hey! Alles so. Gut. Lassen Sie den Stock mal. Was machen Lassen Sie? Die? Ja, wie was machen wir? Einmal einen Stock runter. Stock? Brauchen Sie den? Da gibt's zum doch Gehen. Gar ja. Nicht. Ja? Ja, dann so. Kommen Sie mal ganz kurz von der Straße runter. Ja, um uns zu schlagen, braucht er den. Ich brauche übrigens das Geld zurück. Hey. Gib mir das Geld her. Du hast es geklaut. Sie landen Mensch. Gleich am Boden. Das wollen Sie nicht, oder? Ich helfe Ihnen sonst, dass Sie am Boden landen. Also bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich will trotzdem mein Geld. Hey, hey. Wir haben dein Geld hallo. Nicht. Doch, hey. Und den Laptop auch. Hallo, die Polizei ist hier. Verstehen Sie das nicht? Wo ist Ihr Problem? Wo ist Ihr Problem? Kommen Sie mal runter und erklären Sie uns mal. Die beiden haben mein Geld geklaut. Das stimmt doch gar nicht. Der greift uns hier auf offener Jawohl. Straße an. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dafür sind wir jetzt hier und wir klären das, ja? Das Ehepaar beteuert vehement seine Unschuld. Der Mann bleibt aber bei seinen Vorwürfen. Was ist denn passiert, Herr Klein? Fangen wir mal so an. Ja, die haben angeschellt an eine Wohnung bei mir. Haben sich als Polizisten ausgegeben und haben gesagt, hier ist eine Diebesbande unterwegs. Und wäre besser, wenn ich das meine Wertsachen und so denen mitgebe, damit die das auch für Wache festhalten können, bis die Diebesbande da gefunden worden ist die und eingesperrt worden ist. Die haben in dieser Form sich als Polizisten ausgegeben? Nee, die hatten ja auch Uniformen an, ne? Die gleichen, die wir haben. Ja, auch so, aber ein paar Sachen fehlten, aber dasselbe, selbe okay. Uniform. Was haben Sie den beiden Herrschaften gegeben? 800 Euro und mein Laptop. Laptop. Kurz nachdem die falschen Polizisten seine Wohnung verlassen hatten, las der Rentner in der Zeitung von ihrer Betrugsmasche. Auf eigene Faust suchte er nach den Tätern und erkannte sie schnell wieder. Offensichtlich hatten sie sich gerade umgezogen. Damit erhärtet sich der Tatverdacht. So, einmal die Tasche bitte. Ja, kein Problem. Die gerne haben. Mhm, okay. 800 Euro waren dann. Da ist nichts drin. Warte mal. Aber die Beschreibung passt ja schon jetzt auf die Leute, ne? Sollen wir die Verhäuser mal dazu holen? Hast du die Nummer? Ich ruf die mal an. Ruf die mal an. Ich guck mal bei halt in du der mal, Tasche halt du mal ein rein. Auge auf die. Genau. Ich ruf da eben mal an. Die Rentnerin soll nun die Täter eindeutig identifizieren. Zusammen mit ihrer Tochter erscheint sie nur wenige Minuten später am Einsatzort. Frau Häuser, sind das die beiden Personen, die da beiden sind geklingelt haben? Ja, das sind sie. Nee, ne? Doch. Oh ja. Wer bist du denn jetzt? Gut. Das kann doch nicht sein. Wie, das kann doch nicht sein. Ich bin doch noch nicht verkackt. Ja, sie hat bei mir eingebrochen. Eindeutig. Gut, dann ist es für mich so relativ... Belehrt sind sie. Belehrt ich habe sie schon belehrt. Wo ist ihr Fahrzeug? Wo steht das Auto? Die Beamten vermuten, dass das Betrügerpärchen das Diebesgut im Auto versteckt. Dennis Mann nimmt sich als erstes den Kofferraum vor. Gut, hier haben wir einen Laptop. Herr Klein, ist das Ihr Laptop? Ja, das ist mein Laptop. Ja, da ist auch ein Passwort drauf. Ja, schauen wir mal gleich. Ich gucke erst mal, was wir uns nachgucken. Ich hab die mal nicht im Kopf so. Tablet haben wir hier noch. Musikbox, noch Musikbox. Diverse Handys. Schmuck. Okay. Frau Häuser, ist das Ihr Schmuck? Ja, das ist mein Schmuck. Ist alles da.
Ja. Okay. Die Täter verweigern die Aussage. Noch immer ist also unklar, wie sie in die Wohnung der Rentnerin gelangt sind. Polizeioberkommissar Dennis Mann hakt nach. Können Sie uns noch was sagen, Frau Häuser, was denn jetzt passiert? Ich muss was gestehen. Die beiden Herrschaften hatten Polizeiuniform an, aber ich habe mich so geschämt, dass mir sowas passiert. Und deshalb habe ich das nicht gesagt, dass sie als Polizisten verkleidet waren. Haben Sie denn irgendwie, sind Sie irgendwie genötigt worden von Nein, den beiden? Nein, bin ich nicht. Ich bin nur sofort und habe mich ins Badezimmer ein. Und wer hat Ihre Wohnung so verunstaltet? Waren Sie das selber? Das habe ich selber gemacht, damit das glaubhaft klingt. Gut, das kann ich soweit nachvollziehen. Also da brauchen Sie auch Anhalt keinen Kopf für den machen. 15:35. Das ist halt, ne? Normalerweise, wenn jemand mit Uniform da steht, sollte man das schon als Freund und Helfer sehen. Wenn das natürlich in der Form ausgenutzt wird, brauchen Sie auch keinen Kopf machen. Also das werden wir trotzdem so aufnehmen. Ne? Dankeschön. Die Täter werden wegen Betrugs angezeigt.